Leichtathletik ist eine der vielfältigsten Sportarten. Verschiedenste Varianten von Springen, Werfen und Laufen machen die Disziplinen aus. Viele junge Menschen begeistern sich sehr für die Leichtathletik. Im ersten VfL Fortuna Marzahn trainieren Nachwuchssportler gemeinsam unter der Anleitung von erfahrenen Trainern. Der Sport hat für die Jugendlichen einen besonders hohen Stellenwert. So wie für den 16-jährigen Robin, der erst seit kurzem dabei ist. Ich bin halt ein Mensch, der braucht irgendwie Bewegung, sonst kann er nicht schlafen, sonst habe ich halt zu viel Energie auf jeden Fall. Noch lieber als auf der Bahn läuft Robin jedoch beim Crosslauf durchs Gelände. Dass Leichtathletik auch eine soziale Komponente hat, wird oft vergessen. Vor allem das gemeinsame Training ist dabei sehr wichtig. Svea Maria macht schon länger Leichtathletik. Angefangen hat sie schon vor ihrer Schulzeit. Ich trainiere halt gern so mit Freunden, weil das halt auch einfach so eine Beschäftigung ist als Ausgleich zu der Schule, weil wenn man immer nur in dem Zimmer sitzen würde und lernen würde, dann würde es halt auch nicht mehr so viel Sinn machen. Auf dem Sportplatz trainiert nun der 28-jährige Mustafa. Er ist Berlin-Brandenburg-Meister im Crosslauf und einer der erfolgreichsten Sportler im Verein. Ein Leben ohne Leichtathletik ist für ihn nicht vorstellbar. Jetzt, ich kann nicht laufen ohne Leichtathletik leben, nicht so. Ja, das macht richtig Spaß für mich. Für Robin ist Leichtathletik erst seit kurzem Teil seines Lebens. Trotzdem hat er schon große Ziele. Einmal will ich in Leichtathletik auf jeden Fall Weltmeisterschaften mal mitmachen oder mal in die Qualifikation kommen. Europameisterschaft wäre auch cool, so, wenn man es schaffen würde. Im nächsten August finden die German Finals statt. 10 verschiedene olympische Sommersportarten richten dann gleichzeitig in Berlin deutsche Meisterschaften aus. Die Leichtathletik ist natürlich auch dabei. Wer weiß, vielleicht sehen wir Robin ja dort wieder. Und aus den Sportlern von heute werden die Champions von morgen.